Heute möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die ich vor 3 Jahren erlebt habe und die mich seitdem nicht mehr loslässt. Vor 3 Jahren war ich an Bord der Sea-Watch 4, einem zivilen Seenotrettungsschiff, was Menschen aus dem Mittelmeer vor dem Ertrinken rettet. Ich war als Journalistin an Bord. Am frühen Morgen des 23. August 2020 erlebte ich etwas, was ich so in meinem Leben noch nie erlebt habe. In der Morgendämmerung ging über die Walkie-Talkies All Crew. Wir hatten stets diese Walkie-Talkies bei uns und wussten ziemlich genau, was jetzt zu tun ist, denn wir hatten das zigfach geübt. Also sprangen wir alle in unser Personal Protection Equipment, bestehend aus Overalls, Schwimmwesten, Schuhen mit Stahlkappen, Helm, in dem Fall noch Covid-Schutz, und gingen an die jeweiligen Positionen. Besonders wichtig in diesem Seenotfall war jetzt, dass die Boat Driver, also diejenigen, die die Schnellboote fahren, parat waren. Innerhalb kürzester Zeit ließen sie die Boote zu Wasser und versuchten sich durch den hohen Wellengang an diesem frühen Morgen zu kämpfen, um diesen Seenotfall in Augenschein zu nehmen. Dort angekommen sahen sie dann 97 Menschen, die sich auf einem Gummiboot zusammengekauert hatten. Zunächst hatten sie noch nicht mal Schwimmwesten, und das ist sehr gefährlich, weil die meisten dieser Menschen nicht schwimmen können. Als erstes wurden ihnen also Schwimmwesten ausgehändigt und dann wurden die Menschen in vielen Fahrten zum Mutterschiff zurückgebracht. In dem Moment war ich an Deck und stand dort in einer Mischung aus Anspannung und Erstaunen darüber, was dort vor meiner Nase abging. Ich hatte sowas noch nie erlebt und ich war auch aufgeregt, weil es jetzt darum ging, bloß keinen Fehler zu machen. Ich hatte auch eine Aufgabe bekommen an Deck und sollte den Menschen, die an Deck kamen, eine Flasche Wasser geben. Also wurden die Leute jeweils triagiert und ich gab bei dieser ersten großen Rettung 97 Menschen eine Flasche Wasser. In dem Moment versuchte ich zu schauen, was in diesen Personen vor sich ging. Ich sah Erschöpfung natürlich, Angst, Scham, aber auch Dankbarkeit. Und ich stand ihnen dort als Europäerin gegenüber und war in dem Moment auch völlig konsterniert über die Situation. Ich fragte mich, wie es so weit kommen konnte, und sie mussten teilweise ihre Kleidung ausziehen, denn in den Gummibooten liefen oft die Kanister mit Benzin aus und wenn sich Benzin mit Salzwasser mischt, gibt es schwere Probleme für die Haut und es können Hautverbrennungen entstehen. Und als die Kleidung gewechselt wurde, sah ich Nummern auf den jeweiligen T-Shirts, die mit einer Art Edding dort draufgeschrieben waren. Und ich fragte mich, was haben diese Nummern zu bedeuten? Ich habe das noch nie vorher gesehen. Ein paar Tage später waren wir etwas, wenn man das so sagen kann, eingerichtet an Bord. Und mir fiel ein kleiner Junge auf, Ali. Und er war 1 Jahr alt und er war wahnsinnig niedlich und tapste dort an Deck herum und lachte immer. Und war der Sonnenschein zwischen all diesen erschöpften Menschen und jeder wollte irgendwie Ali sehen. Und seine Mutter Sis, mit der er auf das Schiff gekommen war, mit ihr kam ich ins Gespräch. Und sie erzählte mir, dass sie ursprünglich von der Côte d'Ivoire kam und dass sie dort aus dem Dorf geflüchtet sei wegen Gewalt und auch, weil man sie zur Prostitution zwang. Und dort hat sie dann die Flucht wortwörtlich ergriffen und hat, wie viele Menschen
aus, also subsaharische Menschen, erst sich durch die Wüste hervorgekämpft bis nach Nordafrika. Und dort in Nordafrika hoffte sie auf ein besseres Leben, wie auch viele andere. Als wir so im Gespräch waren und ich an Deck stand, es war August, es war wahnsinnig heiß und ich stand dort und sah, dass ihre Arme übersät waren mit Wunden und Verbrennungen und ich dachte mir, wie kommt eine 28-jährige Frau zu solchen Verbrennungen? Und irgendwann verriet sie mir, dass das die Überbleibsel der Folter waren, die sie in Libyen erfahren musste. Dort wurde sie eben erpresst, wenn sie kein Geld geben würde, dann müsste man sie ins Gefängnis werfen, was dann auch passiert war. Und auch ihrem kleinen Sohn Ali hat man wohl schlechtes Essen vorgesetzt. Sis und Ali hatten irgendwann die Chance, zu etwa umgerechnet 1.400 Franken zu kommen, um sich einen dieser Plätze auf den Gummibooten zu sichern. Denn sie hielt es dort auch in Nordafrika nicht mehr aus und wollte weiter nach Europa. Und dann löste sich auch das Rätsel mit diesen Zahlen auf, denn jeder, der einen dieser Plätze auf diesen Gummibooten bekam, um die ungefähr 140 Seemeilen bis Italien zurückzulegen, bekam so eine Nummer auf sein T-Shirt gekritzelt. Also sehr rudimentär. Eine Zeit später, wir hatten inzwischen 4 Rettungen und 350 Menschen an Bord. Das heißt, alle Decks des eigentlich recht großen Schiffes waren voll. Man konnte nirgendwo mehr treten, überall lagen Menschen und hatten sich dort hingesetzt oder ein Plätzchen geschaffen, um dort auszuharren. Und wir waren als Crew in Wachen eingeteilt. Und eines Abends hatte ich die Nachtwache zwischen 2 und 4 Uhr in der Früh. Und man hatte Taus gespannt, damit man sich festhalten konnte und auf niemanden trat. So voll war das Schiff. Und ich hatte eben die Nachtwache und setzte mich auf eine Stahlleiter zwischen den Decks. Und ich hatte eine Taschenlampe dabei und dieses Buch, das habe ich noch. Und ich dachte mir, ich könnte ja vielleicht ein paar Seiten lesen. Es ist ja jetzt ruhig, es ist nicht mehr so heiß und die Leute ruhten. Und ich blätterte in diesem Buch und las ein paar Seiten und las irgendetwas von Sommer in Italien und Ferien an der Mittelmeerküste und Beziehungsproblemen. Und ich konnte nicht weiterlesen, weil die Welt, die in diesem Buch vorkam, war mir in dem Moment so fremd. Ich saß auf dieser Stahlleiter und wusste nicht mehr, welche Welt die richtige ist, die, in der ich jetzt gerade dort stand, mit diesen ganzen Menschen, die die Hoffnung hatten, ein anderes Leben in Europa zu beginnen und denen, die an der italienischen Küste Ferien machten. Ich kriegte diese Welten nicht mehr zusammen. Ich wusste nicht mehr, welche Welt die wahrere ist. Und dann kam mir der Satz eines Offiziers in den Sinn, der zu mir gesagt hat, Konstanze, wenn du das einmal hier gesehen hast, dann gibt es kein Zurück mehr. Und genau so war es. Ich hatte an einem Morgen die Gelegenheit, über das Meer zu schauen, das Meer, das ich so liebe, und sah diesen wunderschönen Sonnenaufgang und dieses Meer mit seiner Schönheit und seiner Kraft und seiner Unendlichkeit. Und dann kam mir aber auch in den Sinn, dass das Meer eine andere Seite hat, eine gewalttätige. Spätestens seitdem ich das gesehen habe, hat das Meer für mich auch dieses Gesicht. Und ich fragte mich, warum ich,
warum ich Constanze als ein Mensch aus einem der privilegiertesten Länder der Welt auf diesem Rettungsschiff stand. Und dann muss ich Ihnen sagen, ich stand dort, weil ich die Chance dazu hatte, weil ich es konnte. Und ich wusste, als Journalistin bekommst du vielleicht nur einmal im Leben die Chance, bei so einer Mission mitzufahren. Und ich wollte unbedingt wissen, was dort los ist, was dort an den Rändern von Europa passiert. Und natürlich war der Sinn dieser Mission mir auch von Anfang an klar. Was gibt es Sinnvolleres, als Menschen vor dem Ertrinken zu retten? Und die Menschen, die das freiwillig tun, diese zivilen Seenotretter, die imponierten mir auch. Und zu guter Letzt machte diese ganze Mission auch einfacher, dass sich dort die ganze Crew auf ein Ziel konzentriert hat. Man hatte einen Fokus, und wenn Menschen einen Fokus haben, dann ist eigentlich alles andere unwichtig und man kann einfach etwas tun, ohne dass man abgelenkt wird von Unwichtigkeiten. Und das machte diese Mission im Grunde genommen auch am Ende nicht so schwer, emotional. Wir hatten den Fokus, diese über 350 Leute an Land zu bringen. Und das gelang uns dann auch irgendwann, ließen uns die Italiener in Palermo einlaufen. Doch auch an Land war für mich die Geschichte noch nicht zu Ende. Ich wollte wissen, wie geht es weiter? Wie geht es weiter mit Sis und Ali in Europa? Wie geht es weiter mit all den anderen oder mit ein paar von ihnen zumindest? Noch an Bord hatte ich mir die Kontakte geben lassen, die Facebook-Kontakte, und recherchierte die Namen und baute wieder einen Kontakt auf. Und tatsächlich, Sommer ein Jahr später, Frankreich. Ich treffe Sis mit Ali in Lyon. Sie waren inzwischen in Lyon und lebten am Rande der Stadt in einer Unterkunft für Sans-Papier. Und das Zimmer war wirklich so, dass nur das Bett hineinpasste. Und die Sis musste jeden Tag zur Kantine der Heilsarmee fahren, um sich und das Kind zu versorgen. Sie zeigte mir Belege, wonach ihr Psychologen schwere posttraumatische Störungen attestiert hatten. Und trotzdem drohte ihr die Abschiebung nach Italien. Ihre Situation war nicht schön. Dann trafen wir in Toulouse Christian. Wir, das ist noch der Fotograf, mit dem ich das gemeinsam gemacht habe. Und in Toulouse trafen wir Christian. Und Christian hatte leider noch nicht mal ein Dach über dem Kopf, sondern striff durch die Straßen von Toulouse und sagte zu uns, er würde schon von dem Geruch der Restaurants satt. Er musste jeden Abend einen Schlafplatz aushandeln, auch manchmal, indem er seinen Körper verkaufte. Ich wusste wirklich nicht, ob Christian noch die Kurve kriegt. Ich war sehr unsicher. Einzig jemanden, den wir in Cannes besucht hatten, einen Minderjährigen, der war dort und konnte bereits eine Ausbildung zum Elektriker machen, denn Minderjährige bekommen in der Europäischen Union noch besonderen Schutz. Christian schrieb mir vor einer Woche, ich hätte es nicht gedacht, er schrieb mir, I'm sorry for everything, I've got my refugee status. Das war wirklich, ich hatte Gänsehaut. Ich hätte nie gedacht, dass der das schafft. Und ebenso schrieb mir Sis vor ein paar Monaten, j'ai 10 ans, ich habe 10 Jahre. Auch sie hat in Frankreich Aufenthalt bekommen für 10 Jahre. Ich muss Ihnen sagen, wenn man Menschen für eine gewisse Zeit begleitet und dann das hört, dann freut man sich mit ihnen. Und vor 3 Jahren ist das alles passiert und ich bin immer noch mit dem Thema beschäftigt. Und es ist nicht so, dass die Situation besser ist. Im Gegenteil, in diesem Jahr sind schon 800 Menschen ertrunken. Das sind so viele wie seit 6 Jahren nicht mehr. Und wenn ich davon höre, dann ist das keine abstrakte Nachricht für mich, sondern ziemlich konkret.
Ich sehe wieder die Gesichter, die Hoffnung und die Idee, dass Europa für sie das Paradies ist. Wir wissen, dass es das nicht ist. Und ich weiß auch, dass Menschen es nicht schaffen werden. Aber trotzdem bin ich dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte, denn ich denke, sie ist eine der wertvollsten Erfahrungen, die ich je in meinem Leben machen werde.